Fix. Piss. Kotzfick. Samstag. Sonnentag. Der intakte Jugendliche geht mit seinen Freunden Frisbee spielen. An einem sonnigen Samstag geht der intakte Jugendliche mit seinen Freunden Frisbee spielen. Oder Hacky-Sack. Und was mache ich? Ich weigere mich. Der wird sich wundern. Ich sag, ich war gerade in der Gegend. Zufällig. Kann doch sein. Schon wieder zufällig? Ist so mit dem Zufall. Ist halt zufällig. Gibt's auch beim Roulette, dass 100 Mal hintereinander nur Rot kommt. Oder beim Lotto. Man muss die Leute glauben machen, alles wäre auf ihrem Mist gewachsen. Ein Rauchen? Mein Reden. Hallo, ich war gerade in der Gegend, wollte fragen, ob ich mal vorbeikommen kann. Er hat Cola, Wasser, Früchtetee, Kräutertee. Ich habe Cola, Räubusch, Kaffee. Wasser, Kräutertee, Früchtetee, Räubusch, Kaffee. Er hat Brunch, Käse, ja, Öko-Aufstrich, Käse, Kilometer mit so roten Punkten. Ich habe ja auch so eine vegetarische Pastete. Wollen wir nicht ja, einen kiffen? Ich kann die auch im Brot machen. Oh, ich muss zu meiner Tante nachher, ne? Super Scheiße. Die ist so super nervig, super, super fett. Jedes Mal das Gleiche. Immer die gleichen Buttercremetorten. Immer die gleichen Buttercremetorten, macht echt keinen Spaß. Was für ein Scheiß. Ein rotes Keramikpferd für Kakteen. Das ist so scheiße, das ist schon wieder gut. Hehe, nee, ja, total süß, witzig. Er meint, er macht sich lustig. Die Übertreibung Zeuge von Humor. Dabei ist das genau sein Ding. Die totale Geschmacklosigkeit verbirgt sich hinter ein paar schalen Scherzen. Ha! Pipi. Gleich lache ich mich tot. Vielleicht ist es auch ein Zeichen von gesunder Normalität. Tradition. Familiäre Kontinuität. Das ist gesund. Ein gesunder Mensch liebt rote Keramikpferde für Kakteen. Man muss sich doch abgrenzen. Aber man schafft es nicht. Das rote Keramikpferd steckt im Blut. Ach so, ja. Scheiß verharmlosender Scheißhumor. 10, danke. Ja, dank dir. Tschüss. Tschüss. Und jetzt? Erst was Süßes besorgen und dann schön hinsetzen. Schreibi und Waldbeerentorte. Aber hier gibt's ja nur Ostrick. Vanillepudding. Backpulverkuchen. Ein Stück Ostrick, bitte. Bitte, danke, Kotz. Dann wohl oder übel zum Portugiesen. Hallo. Ach, hallo. Ja, hehe, hallo. Und du? Och, nö. Ach, was, Marie? Nur ein Stück Kuchen? Ganz allein? Ich könnte 6 Stücke kaufen. Den Rest werfe ich weg. Aber das macht man nicht, Kuchen wegwerfen. 6 Stück Ostrick, bitte. 2 davon. 6 Stück, also. 2 davon. 2 davon, bitte. Gerne. Oh Gott, scheiße, Markus. Wenn der fragt, für wen ich so viel Kuchen kaufe,
dann sage ich, ich habe ein paar Freunde zu Besuch. Ach, wen denn? Sabine und Jürgen. Trifft der die an der nächsten Ecke und dann, ach, ihr seid wohl gerade auf dem Weg zu Marie und dann sagen die, nee, wieso Kuchen bei Marie? Hey, was hast du denn da? Tja, meine Eltern kommen zu Besuch und wollen wir Kuchen essen. Die soziale Interaktion ist in 99% der Fälle ein abgekartetes, auf Sicherheit bedachtes Spiel. Da hat jeder seine Mechanismen, sich okay zu finden, und die werden gnadenlos aufgefahren. So passiert ewig das Gleiche, weil jeder nur darauf bedacht ist, irgendwie heil durchzukommen. Vielleicht hätte ich von dem Keramikpferd erzählen sollen. Das wäre nicht so jämmerlich persönlich gewesen. Ich bin zwar gestört, aber das hat eine philosophische Dimension. Das rote Keramikpferd bricht durch. Hätten wir Kuchen gekauft, wäre der mit zu mir gekommen. Hätten wir den ganzen Tag im Bett rumgelegen und Kuchen gegessen, super verknallt. Hätten wir Josef getroffen, hätte ich ganz lässig mit dem geplaudert und nebenher hätte mir Markus am Arsch rumgefummelt. Hätte, hätte, hätte. Sitz auf der Toilette.